Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles Savage Wilds. So, hier, Waffenschaden-Kit habe ich. Habe ich da? Die Sense von Tuck, ne? Wenn man die reparieren wollen würde. Was braucht die denn dafür? Gut, da kümmern wir uns später drum. Die hat ja ein bisschen mehr Haltbarkeit. Wir machen jetzt einmal Telids Light klar. So. Telids Light für... Für wo ist er denn? Klaus Dieter. Wo bist du? Da bist du. So, schau mal. Du kriegst jetzt hier... Das nehme ich weg. Du kriegst Telids Light, bitte sehr. Ach hier, und die diese Schargeilarven, die werde ich jetzt mal in den Bienenstock packen. Da will ich mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Wir holen uns mal ein bisschen Honig. Haben wir denn noch Honig? Hier. Da bin ich ja mal gespannt. Was das werden soll. Okay. Oh, guck mal hier. Packen wir mal eine rein. Eine gezähmte Shagai-Drohne. Okay. Das wird wahrscheinlich dauern. Ich werde mal... Warte mal, den Honig hier nehme ich mal raus. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Noch eine rauszunehmen. Hier reinzumachen, ne? Ich glaube, dann arbeiten die wahrscheinlich schneller. So. Ja, coole Nummer. Shagai-Drohne. Die können wir ja auch mitnehmen, ne? Wie lange dauert denn das? Ich würde die gerne direkt mitnehmen. Hm. Hat jemand von euch auch eine Shagai-Drohne? Das würde mich jetzt interessieren. So, lass mich mal kurz überlegen. Was muss ich jetzt tun? Ich bringe jetzt den ganzen Scheiß hier nochmal weg, den wir so haben. Und dann werden wir uns unsere Reise fortsetzen, I guess. Ich glaube, das macht Sinn. Oder aber wir bauen jetzt eine Runde. Das weiß ich jetzt eben auch noch nicht so genau. Was da jetzt sinnvoller ist. So. Hier haben wir noch einen verwitterten Kopf. Salz, das Herz der Sippengeißel mache ich mal hier mit rein wieder. Ich glaube, einen haben wir jetzt noch drüben, ne? Naja, egal. So. Warte. Warte, warte, warte. Egal. Ja, so, ist gut. Salz kann doch hier auch noch mit rein. So, okay. Stahlreparaturhammer. Das Schwert muss weg. Kann weg. Das machen wir auch noch mit hier rein. Und Eisen kommt nach oben. Altarium. Nehme ich erstmal mit. Und dann packen wir das hier dort mit rein. Das kommt wieder hier hin. Obwohl, eigentlich lasse ich die Tränke lieber mal hier. Haben wir alles, was wir brauchen? Ach so. Ich weiß immer noch nicht, was ich für eine Rüstung bauen soll. Wegen der Kälte. Muss ich da wirklich dieses nackige Zeug anziehen? Das hier? Das hier? Highland Loincloth?
Ernsthaft? Weil das ist das Einzige mit zwei kalten Strichen. Ich werde das sonst mal bauen eben. Damit wir das haben. Das brauchen wir ja scheinbar, wenn wir jetzt irgendwo... Aber dann renne ich da nackig im Schnee rum oder was? Achso, wir müssen noch ein paar Obelisken bauen, fällt mir noch ein. Das wäre auch nochmal wichtig. So. Haben wir hier unsere Hitze, Kälterüstung? Weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Aber gut. Obelisken bauen. Genau, das machen wir jetzt nochmal schnell. Ja. Digga, was ist mit dir? Was ist der Typ, ne? So, jetzt. Hoppala. Oh, noch ein paar Obelisken. So, lass mal gucken. Wir nehmen das. Altarium. Was brauche ich noch? So, 7 kann ich herstellen. Warum? Was fehlt mir? Achso, diese verderbte Stein, ne? Okay. Dann baue ich mal ein paar Obelisken. Und hier werde ich nochmal ein bisschen verderbten Stein machen. Ein bisschen. Bisschen mehr. So, wir nehmen dann wieder 2 mit oder so, glaube ich. Das reicht. Denke ich. So. Ja, ich laufe so rum. So, Futter haben wir jetzt genug? Das gibt's doch nicht. Hallo. So, mal gucken, was unsere Drohne sagt. Nichts, sagte. Aber interessant. Bin sehr gespannt, was die so können. Ich glaube. Ich glaube, ich werde die beiden mal wegpacken. Halt, nee, da wollte ich gar nicht hin. Moment. Ich wollte nur ein bisschen was davon haben. So. Und brauche nochmal ein bisschen edles Fleisch. Na, seid ihr wieder ein bisschen doof, ihr. So. Okay, ich laufe so rum. Ist mir egal. Dann bringen wir die mal schnell weg. Dann können die nebenbei auch schon mal groß werden. Dann haben wir nämlich 2 Nashörner. Und dann noch den 5. Hund. Den nehmen wir auch einfach mit. Wir können ja in Summe 10 Begleiter mitnehmen. Für das Nashorn jetzt mal mitnehmen? Was meint ihr? Ich meine, das wäre auch eine Idee, ne? Ach, Ranken brauchen wir ja. Stimmt, wir brauchen ja Ranken für den. So. Und für den Hund das, genau. Stimmt, da war ja was. Okay, dann können die hier arbeiten. Oh, ich habe das Nashorn schon auf Follow. Ach du Scheiße. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich will mal gucken, wie sich das so bewährt im Kampf. Wenn wir aufsatteln und dann mit dem Nashorn kämpfen. Das könnte sehr interessant werden. So. Komm mal her, Schnucki. Du kriegst jetzt das hier nochmal wieder rein. Wir haben jetzt 7 Obelisken, die ich alle tragen kann, offensichtlich. Das ist sehr schön. Dann packe ich jetzt den Rest von dem Zeug erstmal hier rein, damit ich nicht nochmal rein muss. Pack auch die Pfeile weg. So, das auch. Und noch ein paar von den Obelisken hier rein.
Mann. Ich will 3 mitnehmen. Okay, so ist gut. Dann haben wir unsere Winterrüstung, falls wir nämlich schon im kalten Gebiet ankommen. Wäre das, glaube ich, ganz gut. Und jetzt wird es dunkel. Das ist natürlich großartig. Da freue ich mich drüber. Oh Mann. Bin super gespannt, was die Viecher können. So, okay, kommt mit. Wir reisen rüber, ist egal jetzt. Wir gehen zum Reisestein. Hier ist der Reisestein. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir waren. Ich möchte gerne auf dem Nashorn sitzen. Mit einer Fackel in der Hand. Sehr gut. Oh Gott, also die Navigation ist grauenhaft. Muss kurz überlegen. Wir müssen dann hier lang. Hat nicht besonders viel Leben, ne? Aber mal gucken, wie sich das so... halt. Haben wir eigentlich Fallschaden mit dem Tier? Ja, ich hab Fallschaden. Das Tier nicht, aber ich. Das ist ja super. Ich glaube, ich warte mal eben, bis es ein bisschen heller ist, ne? Wir müssen auch in die andere Richtung irgendwie. Wir müssen da hoch. Ja, läuft. Ein Insel-Luchs, den ich nicht sehen kann. Ja, ich muss mal runter, ne? Können wir mal das Ding hier wegschmeißen? Danke. So. So, wir warten jetzt. Wir warten jetzt hier. Okay, das heißt, wir laufen jetzt mal hier hoch. Ich will mal gucken, was hier so... Was ist denn hier so auf der Map noch? Da kommen wir gerade her. Hier würde ich jetzt erstmal hinlaufen wollen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ne? Hier sieht aus wie ein Bauwerk. Würde ich gerne hin. Danach möchte ich gerne hier hin. Und dann ziehe ich mich nachher um, in Bikini. Und dann sind wir geschützt gegen Kälte, denke ich. Dann ziehe ich den Bikini an, ne? Oder was hat das für eine Bewandtnis, diese Rüstung, die ich gebaut habe? Ich bin sehr gespannt. So, hat eigentlich Klaus Dieter, habe ich dem jetzt eigentlich schon die Waffe gegeben? Liliths Hammer, oder wie der heißt? Jammer? Leid? So, könnte es jetzt mal hell werden. Guck mal, der schöne Himmel. Voll gut. Und wenn ich denn später noch die Drohnen habe, da bin ich auch sehr gespannt, was die so drauf haben. Ich sollte noch was... Ah ne, trinken kann ich ja nur, wenn ich absteige. So. Gut. Weiter geht's. Also, wir halten uns jetzt ein bisschen links. Ein bisschen links. Hier müsste irgendwas sein. Ah, da sehe ich doch schon was. Ah, okay, okay. So. Ich habe Pferde. Juhu. Pferdchen. Okay. Wir reiten ein, also wortwörtlich. So, ich gehe mal... Gehe ich jetzt so rum oder gehe ich... Nee, wir gehen so rum. Was nehme ich denn, um Pferde groß zu ziehen? Mori! Oh,
warum siehst du so angegriffen aus, Schatz? Ich treffe den nicht, ne? Was ist denn da los? Wo ist denn mein Nashorn? Ach da. Ich treffe hier gar nichts. Alter. Okay. Gut, haben wir. Oh, das, was war das? Was? Hyrkanischer Plünderer-Helm? Mhm. Okay. Und mal kurz nochmal aufs Nashorn gucken, weil die teilen sich ja alle die EP, ne? So, Level 5 hatte ich schon. Okay, bin sehr gespannt. Wir gucken mal. So, was haben wir denn hier so? Können wir hier irgendwas lernen? Was war das? Obsidian. Oh. Hallo. Ja. Ich bin schon wieder als Einzige komplett angegriffen hier. Das waren auch wieder coole Sachen. Guck mal her. Die sollte ich mir vielleicht mal... Vielleicht kann ich die ja auch... Hast du gerade... Der gerade Klaus Dieter umgeworfen, die Sau? Ich glaube, ich spinne. So, was hast du jetzt für ein Level? Funktioniert das irgendwie? Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, als ob der Levelpunkte bekommt. So. Okay, trinken. Hier ist noch eine Kiste. Huch. Pferdchen. Habe ein Pferdchen gehört. Kochspezialist 3 habe ich gelernt. Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben alles. Gut, dann laufen wir jetzt hier hoch. Ich will nur noch mal schnell schauen, was wir hier... Also diese hyrkanischen Sachen, ne? Die sehen ja auch immer ziemlich nice aus. Wie ich finde. Rüstungswert 160, 280... Ich würde das gerne reparieren. Wir hätten also einen Kopf, wir hätten ein Oberteil, wir hätten Stiefel. Und ich glaube, wir können sogar hyrkanisch bauen, oder? Hatten wir das nicht gelernt? Hyrkanische Plünderer, episch. Hier, das sind die, ne? Genau. Genau, das ist das. Das können wir bauen im Rüstungsmacher.
Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Sehr cool. Also das würde ich gerne machen. Dann würde ich das einfach reparieren und dann ist gut. So, wir laufen weiter. Und zwar dahin. Dahin, dann dahin. Let's go. Wo ist mein Nashorn? Ich glaube mit der... Ja, okay. Also mit Leertaste können wir... Wieso ist denn das so langsam? Mist. Weil ich so schwer bin, ne? Ich bin zu schwer. Okay, denn nicht. So, wir laufen zu Fuß weiter. Ich muss in die Richtung. Hier ist gut. Hier runter. Da haben wir aber ein Gebirge. Das ist, glaube ich, nicht so clever jetzt, ne? Wir müssen, glaube ich, eher hier lang. Und dann außenrum. Hier irgendwie. Ja, das sieht gut aus. Hier laufen wir lang. Möglichst ohne Fallschaden. Ja, das ist gut. Und dann können wir da vorne mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich bin immer noch massiv begeistert über diese Map. Die Map ist großartig. Es gibt einfach immer noch so viel zu entdecken. Was ist das da vorne? Sind das Nas? Was sind das? Schweine? Was sind das? Ich muss mal irgendwem was Schweres geben. Diese Rüstungen sind nämlich sehr schwer, ich finde. Das kriegt das Nashorn. Okay. So, oder? Du kriegst das noch. Dann können wir jetzt besser reiten, oder? Okay, let's go. Ja, jetzt sind wir wieder schneller. Ich will mal wissen, was das hier ist. Das sind... Ah ja. Ich nehme mir das Kleine da vorne mit. Oh ja. Packe, ich gebe das mal Ragnar, glaube ich. Das Baby gebe ich mal Ragnar. Wo ist Ragnar? Guck mal hier. Ich gebe dir alle Babys, Ragnar. Du bist ja der Beste von uns allen. Wieso scrollt er immer runter? Was soll das? So. Du kriegst die Babys. So, die werde ich mal kurz... Das macht keinen Sinn. Ich werde mal auf... rohes Schweinefleisch. Aha. Okay. Interessant. Das hatte ich auch noch nicht. So. Darf ich hier mal durch? Da will ich hin. Da ist irgendwas. Hier kämpfen wir uns jetzt durch. Yeah, aufgestiegen. Also ihr dürft uns gerne helfen, sonst auch, ne, Hundis? Oh, guck mal, was da vorne. Da ist ein Hund. Aha.
Hallo. Ja, die könnt ihr euch auch noch holen. Und ich fange jetzt hier mal vorne an zu looten. Okay, das ist ja cool. Ist das wieder so ein... Ist das ein verspieltes Jungtier? Ist das wieder einer, der auch, einnamed wird? Das wäre natürlich nice. Okay. So. Nashorn ist da hinten. Okay. Gut, ich gehe erstmal hier rein. Nee, Leute, kommt jetzt weg hier. So. Oh, der Fisch sieht aber ein bisschen gruselig aus, oder? Wie der guckt. Hier ist so eine Kiste. Okay. Ja, kümmert ihr euch bitte darum? Ich muss hier erstmal nochmal rein, kurz. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt dahin. Hier nochmal gucken. Das hatte ich schon. Ist irgendwas zu lernen, wäre auch cool. Oder irgendeine versteckten anderen Geschichten. Ich werde erstmal was trinken hier, glaube ich. So. Wer ist hier? Ach, hier ist was zum Lernen. Kochspezialist 1. Wow. Das ist natürlich. Wait, hier ist noch was. Journal of Lion the Poet. Ja, kümmert euch bitte drum. Ich gehe auch mal hoch. Komm her. Kannst du jetzt mal deine Waffe nehmen? So. Okay, hier oben. Bestimmt noch ein Name-Bogenschütze, oder? Nö. So, Nordheimer. Das sind also die Nordheimer. Kommt nicht ran, Leute. Ja, okay. Dann lassen wir den halt liegen. Hier ist noch was. So, jetzt hole ich mir den noch schnell. Man weiß ja nie, ne? So. Das haben wir alles. Brauchen wir nicht? Ist hier noch irgendwas versteckt? Es kann doch nicht sein, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Das ist verrückt. So, ich habe alles gelootet. Komme ich hier runter? Hier vorne, okay. So. Ich glaube, wir haben alles, was es gibt hier. Haben wir mitgenommen. War ich hier auch schon drin? Ja, das war der komische Fisch. Okay.
Alles klar, Leute. Ich bin schon wieder voll bis zum Abwinken. Was ist das hier alles für ein Kram? Können wir da viel auseinandernehmen? Panther-Trophäe, die sind immer so klein. Vanier-Fellharnisch. Hat aber auch nur ein Frostdings. Wir haben noch ein Jungtier. Juhu. So. Ja, schön. Haben wir. Dann kommen wir jetzt hier wieder. Müssen wir nicht auf die andere Seite? Müssen wir nicht irgendwie... Ich muss kurz gucken. Hier ist jetzt so ein Berg. Ich glaube, wir müssen hier rum, ne? Wir müssen hier wieder raus, dann so rum und da rein. Und da sind wir auch schon im Schneegebiet. Oha. Ich nehme die mal alle auf Follow. Wer greift uns an? Hä? Ich habe keine Ahnung. Naja, wir laufen mal hier rum. Diese Hirsche. Haben die irgendwie Fell oder sowas? Muss mal gucken, was die hier so abwerfen. Nee, klassische Tierhaut, okay. Okay, gut. Jö, weiter geht's. Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier noch ein Stück hochlaufen. Richtung Schnee und mal gucken, ob wir da rein können. Ob das funktioniert mit dieser... Mit diesem Bikini, den wir hier mit haben. Da bin ich schon sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, das machen wir dann morgen, würde ich sagen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.